Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Minecraft-Welt Shadowforce. Ich bin euer Timo67, der 50 Silberstreamer, begrüße mein Schubi, die mit Hallöchen. Hallöchen. So, und irgendeiner dümpelt hier noch rum? Das ist der Schmersch. Ah, wenn man einmal in Ruhe hier und dann kommt gleich hier alles an. Abend. Nabend. Ja. Wie schaut's aus? Ach, ich tüftel ein bisschen hier am Sonntagabend, ein bisschen an dieser Haltestation. Mhm. In Sehusa, weil das alte hatte mir nicht so gut gefallen, also der erste Entwurf hier. Mhm. Und jetzt bin ich so ein bisschen so dabei. Da muss ich gleich mal gucken kommen. Ja. Tür zu machen. Ist der cool, wenn ihr denn auch schon begegnet oder noch nicht? Heute noch nicht. Geh wieder nach Hause, jetzt hier regnet's auch. Okay. Ja. Oh ja. Das ist eindeutig ein Schmersch. Ja, du bist ja schon da. Ja. Abend. Eindeutig ein Bauwerk von einem Schmersch. Irgendwo drunter oben, glaube ich, rum. Kann das sein? Ja, ja. Ich fahre mal bei dir in deine Bahn, darf ich? Aber nur, wenn du Fahrkarte gezogen hast. Ja, bei Fahrkarte. Schmersch. Ja, ja, klar. Grüß immer dich. Zu. Na, wenn. Ein Scheißwetter ist das ja hier. Joy. Hier regnet es nicht mehr. Hä? Ist da ein Glasdach drüber oder wie? Nee, hier regnet es noch durch. Okay. Sah erst so aus. Ja. Griechisch-römisch? Ja, ich überlege. Ich glaube, das wird sowas. Na, nicht schlecht. Ich muss kurz mal runtergehen. So. Überlegt, was wir hier alle schon gebuddelt haben. Es geht auf keine Kuhhaut. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte mir doch... Wie kriegt man die Loren wieder weg? ...mit der Spitzhacke abbauen. Ein-, zweimal draufhauen, ganz kurz, dann sind sie abgebaut. Ich wollte mir doch Glas mitnehmen, ich Blödmann. Mich der Schmersch schon mal so wuschig gemacht mit seinen Bauwerken, dass ich halbes Material vergesse. Aber so kennt man ihn. Man kennt ihn auch der, der niemals Minecraft spielen wollte. Niemals. Bau mal was. Das wird dir ewig nachhängig, ich weiß, ne? Ja, das wird ewig. Das ist auch gut so. So. Oh, du brauchst echt super Sachen, also wirklich. Wie viel Glas habe ich nur oben drin? Klar ist Glas nur so wenig. Ach du Kacke. Ich muss Glas brennen. Oh, ich dachte, ich könnte schon hier was machen hier. Sand. Den Sand brenne ich jetzt mal. Ich bin gleich wieder da. Und sonst, was gibt's Neues, Schmersch? Nicht viel, oder? Nö. Viel Neues. Doch so viel, ja. Also, und selbst, bei euch was Neues? Irgendwelche spektakulären Sachen? Nein, wir haben uns heute mit Lego-Freunden getroffen, weil der hatte einen Auftrag bekommen, halt so ein Art Wehrmodell mit Lego zu machen. Da haben wir heute die ganzen Steine sortiert in die einzelnen Boxen rein, beziehungsweise gleiches, aber okay. Die Lieferung war nicht komplett, aber die habe ich vorhin nochmal nachbestellt, das restliche. Und dann werden wir den Rest dann nächste Woche komplett fertig machen. Nicht jetzt kommende, die andere Woche, die Woche drauf ist, alles fertig machen. Ah, okay. Und dann sollte auch so was Tüten sein, das verschicken kann, aber mal gucken, wie unser Gewinn ist, und dann schauen wir mal, ne? Ach, so schön. Na klar. So, Glas ist gleich gebrannt, das ist gut. Hi, Coolman, grüß dich. Ein Eisenblock gieße ich noch. Und dann müsste der Sand soweit geschmolzen sein. Da braucht noch ein Stück. Weil ich wieder einen Durchgang, wo ich oben die Höhlendecke offen war, den will ich mit Glas zubauen. Könnte gut aussehen, glaube ich. Ja. Ja. So. Wie ist das Wetter bei euch? Auch so nass, kalt, ekelig? Ja, total. Wir waren heute ein bisschen draußen, ein bisschen spazieren, aber... Es passt zur Jahreszeit jetzt, ne? Macht keinen Spaß, ne?
Zu kalt. So, wir haben ein bisschen hier Glas gießen. Das gute Tinkersglas. Aber es ist gut. Er ist ja dann randlos. Das sieht ja richtig gut aus. Das ist weg. Das nächste Gießen. Wie waren wir noch drin in der Schmiede? Oh, da haben wir noch einiges drin. Ich nehme ein paar Blöcke nach Holz. Ich hoffe, das reicht auch. Und die nächsten Gießen. Also die Tinkers-Sachen sind wirklich genial. Also eine Armbrust. Die ist eine Armbrust. Wollten wir auch nochmal bauen, oder? War leider nicht mal was? Wollt ihr der Schmerz nicht mal eine schöne Armbrust haben? Irgendwann kommt das nochmal. So. Und wieder hier. Das kriegen wir noch raus. Ich mache gerade wieder eine Bahnfahrt. Wir haben noch 10 Blöcke, haben wir noch. 10 Blöcke haben wir noch, ist doch gut. Das heißt, noch 5-mal Doppelausguss und dann geht das. Bist du wieder heil zurückgekommen vom letzten Ausflug? Ja. In Minecraft? Alles doch, ja. Alles sauber, alles hat alles geklappt. Super. Bei euch alles gut gegangen im Dungeon? Ja, wir hatten noch unten ein bisschen Probleme gehabt. Bin irgendwo reingefallen, wo ich nicht reinfallen sollte, so nach dem Motto, aber es sieht gut aus. Ich habe es überlebt, sagen wir es mal so. Ist die Hauptsache. Richtig. Das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir noch 4 Blöcke drin, das heißt, noch 2-mal kann ich dann gießen. Los, weg. 1, 2. Sollte das Ganze auch soweit fertig sein? Das andere zeigt immer nur die Menge an, aber wenn dein Glas schmilzt, zeigt dir die Blöcke, wie viel du noch machen kannst. Interessant. So. Nehmen wir mal ein bisschen was davon mit. So. Irgendwann muss man so einen Werktag mal einnehmen, ein bisschen mehr was herstellt auf Halde. Jetzt müssen wir 16 Blöcke davon mit. Das sollte eigentlich reichen. Und es ist Tag und es hat aufgehört zu regnen. Genau. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich das Bauwerk von Schmerzer wieder viel, viel besser bestimmt. Flupp. So, schauen wir mal. Wo ist er denn? Ist das nun römisch-griechisch oder griechisch-römisch? Ja, gute Frage. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich gehe mal kurz vorbei, ja? Geh mal vorbei, vielleicht findest du einen Hinweis. Vielleicht ist ein Hinweis da. Es ist gallisch-römisch. Hier noch Asterix, besser. Ja? Es ist gallisch-römisch. Heute muss ich die Stelle wiederfinden, wo das war. Ach du meine Güte, ey. Ach du dickes Ei. Wo war denn das? Ist jetzt der Übergang. Wo war das denn? Hier ist Ende. War das hier? Genau, hier war das. Hier war das irgendwo, genau. Hier war das. Wo seid ihr gerade? Weg. Ja, wo weg? Na, einfach weg. Schatz, wo bist du denn da gerade? Unter unserem Haus, oder? Nein. Gesundheit, Gesundheit. Gott, sind wir alle wach. Wie reicht da, was ich dann mitgenommen habe an Material? Du bist hier aber ganz in der Nähe. Bin ich eh immer ganz in der Nähe. So. So machen wir das. So können wir ein bisschen durchgucken. Und das ist halt die allgemeine Decke hier. Oh, habe ich sie? Ach, die sind keine 7 Kisten. Es ist. Ich habe auch gar kein Material mehr dabei. Was ist das denn hier?
Auf irgendwas geht dir nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nur noch nicht was. Der Schmerz kommt klar bestimmt, oder? Ja. Das ist wieder. Das ist alles Erde. Das sind jetzt 12 Abstand. Okay, wenn es 12 Abstand sind, muss ich hier wieder weitermachen. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fluppi. Fluppi. Ich baue noch kurz diesen einen Tunnelschacht hier weiter. Oh, das Eisen. Sehr schön. Eisen ist immer gut. Arbeit schmeckt noch. Bei mir? Ja. Mhm. Nicht klar. Ja, super. Schönes, ruhiges Büro. Eigentlich ist es mit 5 Leuten belegt, aber standardmäßig sind nur 5 da, 3 da wegen Homeoffice. Hm. So. Ist noch ein Eisen, noch ein Eisen, noch ein Eisen, noch ein Eisen. Das Eisen nehme ich mit, weil es geht Unmengen an Eisen drauf. Für die Bahnstrecke. Irgendwo höre ich sie doch, wie sie herumkrakeelen. So. Ich denke mal, das sieht so schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Wo sind wir hier überhaupt auf der Karte? Da liegen uns noch ein paar Meterchen. Ach, das ist der Dungeon, der hier ist. Der auf der Ecke ist. Bei Sehusa. Da fahre ich dran vorbei. Hier sehe ich Schmersch große Halle. Die ist ja unübersehbar hier auf der Karte. Wie lange hast du da eigentlich geschachtet? War ein bisschen was. Ein bisschen ist gut. Gedauert, aber hat sich gelohnt. Also wenn jetzt, bist du in der Halle, wo auch die neue Schmelze ist? Nee, ich bin gerade hier in meinem Stollen, wo ich mit meiner Bahn da bin, nee, ich weil, im Gange. Bei der Halle, wo die, also da hattest du mir auch tatkräftig geholfen mit. Ach ja, hat man ja gesprengt gehabt, ne? Genau. Und ich mit Sprengler. So. Was ist das? Das ist Kupfererz, das brauchen wir nicht. Das Salz brauchen wir auch nicht. Genau, hier kommen wir in den städtischen Bereich rein. Klasse. Oh, gucken wir, wie weit der Schmärsch ist da draußen. Ich gucke auch mal nach oben. Cool. Hat was. Well, sieht gut aus. Dankeschön. Im Gegensatz zum letzten Mal sind das ja Welten. Das ist ja Form angenommen. Ne? Das letzte Mal war es eher so eine Puppen. Ein Behelf. Ein Behelf. Damit schon mal nicht reinrechnen. Ja, aber sieht doch total klasse aus. Hat doch was. Vor allem hier ist der Marktplatz, hier ist die Stadtmitte, hier ist Rathaus, das passt alles wunderbar zusammen. Hat doch was.
Hauptbahnhof. Grand Central Station, genau. Cool. Und sag's mir, gucken sich einer an. Die Kandidaten, die in Minecraft spielen wollten, ne? Genau. Die zaubern dann solche Kunstwerke. Normal kannst du auch drin, ja. Erzählt mir schon wieder was. Irgendwann einer erzählt ja schon wieder was. Irgendwo sind doch schon wieder böse Buben. Bestimmt ja beim Schmersch, ne? Das ist auch schon weiter ausgebaut. Interessant. Nicht schlecht. Mit diesen Schüsselmod, das ist genial. Da kann man so schöne Sachen mitmachen. Ich war gerade mal weiter oben, da ist ein Händler, da kannst du dir Diamanten holen, so viel du willst. Du brauchst nichts zahlen. Wo weiter oben? Bei der Faust. Oh. Können wir nachher mal gemeinsam hingehen. Hm. Und drei Mini-Herzen brauchst du auch nichts für bezahlen. Nee, das ist was wie Cheaten. Das ist verkehrtes Spiel. Soll ich den Stollen noch ein bisschen weiter vorantreiben oder? Ja, klar. Oder was wollen wir machen? Ja, dann komme ich jetzt auch. So. Seid ihr unter Tage? Ja, ich bin ja in Minsch, bin hier in der U-Bahn-Station hier. Was ist das? Kupfer, jetzt sagst du schon Golderz. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das Zinnobererz. So ein Zinnober aber auch. So, was macht der Schmersch? Bisschen planlos durch die Gegend rennen. Und gucken. Hier auf der Arbeit. Okay. Oh, soll ich hier wieder mit Kies stopfen? Das machen möchtest, ja. Aber hier muss doch irgendwo wieder Huch, so hier ist eine. Kuhme. Entschuldigung. Deine neue Hacke ist echt klasse. Da muss doch unten wieder eine Redstone-Fackel rein. Ja. Antriebsschienen. Die ist echt gut, die Hacke. Ist das hier alles? Sieht so grün schleimig aus. Und vor allem die sau schnell ist die, das ist richtig gut. So. Wie lange bleibst du online, Schmersch? Noch ein paar Minuten. Okay. Im Grunde genommen war ich eben nur, man hat dann so den Sonntag fast hinter sich und denkt sich, nee, so diese Haltestation in Sehusa geht ja doch auf den Zeiger. Und dann geht man mal kurz online. Die Das war ganze eigentlich der, Bagage kommt. Ja, genau, der eigentliche, und dann sind sie alle da. alle da. Du hast uns gerufen. Mehr oder weniger, das stimmt schon. Ja, die Geister, die ich rief. Das ist jetzt drei. Gibt's auch einen Film, ne, glaube ich. Ja, gibt Ja, es. Bill Murray. Ja, genau, herrlich. Also bald wieder die Zeit, wo diese Filme wieder laufen können. Eine andere Version von Scrooge. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Überlegt in anderthalb Wochen geht Ballersmarkt los. Echt, stimmt. 7. Oh, ich wusste es. Oh, was
was ist das denn? Ein Wässerchen. Ein Wässerchen, da muss ich gleich mal so ein. Ich baue da mal ein Glas ein. Bei dem Wässerchen. Ich muss wieder Kies holen und Schienen brauche ich auch wieder. Da brauchen wir noch jede Menge Schienen. Ich habe hier irgendwo so einen Fluss gefunden. Und nicht da reinschwimmen. Oh. Ich will doch nur da hinten. Okay. Zugebaut. Gott. Ja, ich habe einen unterirdischen See gefunden. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fackel. Ich komme wieder, ich mache da wieder da weiter, ne? Wie geht's deiner Frau Schmirsch? Sehr gut. Das hören wir gern. Sehr gut. Es kommt von oben noch Wasser. Oh. So, auch zugebaut. Gibt's überall nur noch Wasser, ey. Bist ja morgen wieder im Dienst, ne? Jo. Immer noch eine Qualitätssicherung? Ja. Ja, es wird auch so bleiben. Mhm. Der Kollege. Ja, das fällt den Leuten ja früher ein. Was ist, der Kollege geht jetzt Ende des Jahres in Rente. Mhm. Und zwei Monate vor Jahresende denken sie, oh, vielleicht sollten wir da mal was machen, ne? Der Klassiker halt, ne? Ja. Jo. Naja, so habe ich jetzt einen neuen Job. Ist auch schick. Jo. Und bleibst, kannst du da bleiben oder? Ja. Super. Oder später will ich dann da eine, sag ich mal, das müsste ja vom Arbeitsvertrag ein bisschen angepasst werden, aber dann will ich da bleiben, ja. Das ist doch schön, das freut mich. Viel. Ich bin auch glücklich in meiner Arbeit. Glaube ich. Glaube ich sofort. Wolltest du doch schon einige Zeit mal wieder zurück zur Küche, ne? Ja, mit der Zeit. Denn da gehöre ich auch hin. Jetzt hat man auch wieder Lust aufzustehen. Ist so, stimmt. Ganz wichtig. So, ich komme wieder, und dann kann ich wieder weitermachen. Gib mir deine Ausbildung, Coolman. Was machst du für eine Ausbildung, Coolman? Das macht mich immer neugierig. Ups, ich habe etwas gefunden hier. Hier ist eine Höhle. Ach du Scheiße, mal gucken, wie wir jetzt hier weiterfahren können. Eieieiei. Wir werden eine Brücke bauen müssen. Als was arbeitet denn Coolman? Weiß nicht. Mach nochmal. Wir kriegen bestimmt gleich Antwort, weil ich ja schon nachgehakt habe. Elektroniker für Geräte und Systeme. Oh, schön. Cool. Auch nicht schlecht. Das ist doch schön. So. So, ich habe mich schon wieder gewappnet. Ich kann wieder weitermachen. Ja, das ist schön. Ich muss hier mal gar nicht weiterbauen.
Hier ist eine Höhle. Uns einmal was umpacken. Schöner Marmor hier. Schoki will sich noch wichtig machen. Hast du erst angefangen zu lernen? Cool, Mann, oder bist du schon länger dabei? Wenn ich hier aushöre. Erst nach. Na, ist so schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe schon irgendwo schon wieder Wasser gefunden, habe ich das Gefühl. Ah. Ich komme von da oben. Oh. Okay, Wasser ist wieder weg. Ich kann keine Redstone-Fackeln runtersetzen, da ist auch ein Wässerchen. Oh. Da? Jetzt müsste es gehen. Ich muss jetzt immer wieder zurück nach Hause. Ist das bei dir in der Nähe, dein Ausbildungsbetrieb, oder musst du in die Ecke fahren, Coolman? So. Ich muss immer wieder Glas brennen. Oh, so perfekt. Sieh mir mit dem Fahrrad, ist doch wunderbar. Gleich um die Ecke. Wie sie es gehört. Ich glaube, der Schmerz fährt auch mit dem Fahrrad, oder? Nee, das würde ja heutzutage ein bisschen länger dauern. War etwa eine Viertelstunde mit dem Auto. Okay. Stimmt, war ja irgendwo am Stadtrand oder sowas, ne? Ja. Im neu erschlossenen Industriegebiet. Fährt da doch gar kein Bus so wirklich hin. Irgend so ein Überlandbus, der alle. Der jeden Grashalm mitnimmt. Mhm. Ja, das ist immer doof dann. Das ist bei uns auch. Ich fahre ja 25 Minuten mit dem Auto, wenn ich gut durchkomme. Würde ich mit dem Bus fahren, Stunde 15, weil der nimmt jedes kleinste Kuhkaff mit. Mhm. Ich habe hier noch 8 klares Glas, das nehme ich erstmal mit. Vielleicht reicht das ja. So. Wunderbar. Der Schmersch hat hier die kürzeste Verbindung mit seiner U-Bahn hier. Das ist nur Nahverkehr. Ja, die ist übersichtlich. Du musst auch nur das Fahrticket nur für eine Tonne ziehen, das reicht dann. Du könntest sie theoretisch nach runterfahren lassen irgendwo. Dass du uns in der großen Halle noch ankommt. Achso, ja. Stimmt. Ging ja noch.